Und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir haben heute für mich Freitag, den 22. März und wir haben jetzt gerade 8 Uhr. Genau, ich habe mich jetzt soweit schon ready gemacht, war auch schon gefrühstückt und für mich geht es jetzt gleich direkt weiter, denn ich habe einen Zahnarzttermin. Ich habe ja im Dezember meine Weisheitszähne rausbekommen und ja, das wird jetzt 3 Monate später nochmal kontrolliert, ob die Wunden alle gut sind. Aber ich schätze schon, weil ich habe auch keine Probleme damit. Ja, für mich geht es also jetzt gleich los. Ich habe jetzt bei meinem Arzttermin, also Zahnarzttermin, tatsächlich gar nicht mitgefilmt, weil das ging irgendwie so schnell. Ich hatte um 8.30 Uhr meinen Termin und um 8.33 Uhr war ich schon wieder aus dem Behandlungszimmer raus. Ja, deswegen habe ich da tatsächlich nichts gefilmt. Ich habe jetzt hier gerade, bin ich nach Hause gefahren, habe hier meine Tasche geholt und jetzt geht es für mich ins Büro und ich wundere, ich muss die Sitze gleich noch umklappen. Ich war nämlich gestern im Lager und musste da was holen und das war so groß, dass ich die Sitze dafür umklappen musste und die habe ich jetzt vergessen, wieder hochzuklappen. Julia und ich werden jetzt einen Podcast für Royal Horseman aufnehmen müssen. Wir haben uns jetzt hier schon ein bisschen die Couch freigeräumt und genau, jetzt geht's gleich los. Ich hoffe, das wird. Wir müssen das klingen, so richtig gequält. Ich bin nicht so ein Fan von Podcasts aufnehmen, weil ich einfach mich so oft verplapper. Aber ich werde es bestimmt irgendwie hinkriegen. Julia und ich waren jetzt gerade noch schnell bei uns im Lager und haben Ware fürs Versandlager geholt. Mein Gott, musst du hier so hochschießen? Was soll ich denn schießen? Vorsicht, Mensch. Oh nein, er guckt mich an, das ist peinlich. Okay. Sehr peinlich, da war gerade so ein Dude, der hat mich volle Kanne angeguckt, wie ich hier mit der Kamera am Film bin. Sowas ist mir immer unangenehm, auch nach all den Jahren. Naja, jedenfalls werden wir die jetzt noch alle ins Büro bringen. Ja, Podcast aufnehmen war gut, ne? War gut. Könnt ihr euch demnächst anhören? Dann könnt ihr die Marina schön sehen und hören, was sie erzählt. Wir können ja schon einen Sneak Peek geben, über die Royal Horseman Content Days. Genau. Ich bin schon wieder unterwegs und zwar muss ich jetzt diese zwei kleinen Päckchen vor mir wegbringen. Das sind nämlich Retouren und das mache ich jetzt schnell. Das schiebe ich nämlich immer auf und jetzt dachte ich mir, komm, ich zieh's durch. Habe ich die einen Pakete gerade weggebracht, kommen direkt neue an, beziehungsweise ein neues jetzt von Famaka. Boah, ist erstmal so ein riesen Eimer drin. Erstmal hier rauskriegen. Ihr wisst ja, dass ich Famaka nur noch für Pflegeprodukte und so benutze. Wir haben einmal Shampoo in groß. Dann haben wir für Julia die Creme, die sie immer braucht für die Pferdchen. Insektengel. Fliegenspray. Die Zeit geht ja jetzt demnächst auch los. Jodseife nochmal. Und diese Eimer hier halt, wo das alles drin war von Famaka. Und dann haben wir hier nochmal Fat Man Spray. Das muss ich gleich direkt mit in den Stall nehmen. Meins ist nämlich schon leer. Und hier nochmal ein Kanister Man Spray, da ich das nochmal auffüllen kann. Das hier ist jetzt mein heutiges Stall-Outfit. Ich habe einmal ein Funktionsshirt von Royal Horseman an, dann die Weste von Royal Horseman, die Milk Coffee in Scalp, die Ride Leggings. Das ist ja eine Farbe aus der neuen Frühjahr-Sommer-Kollektion. Dort hat Royal Horseman ja super viele schöne Farben rausgebracht. Auch hier mit dem Schriftzug richtig cool. Und dann noch die Reitsocken Shadow Grey von Royal Horseman. Und ja, mit meinem Code Marina10 könnt ihr dort ja auch immer 10% sparen. Ich bin jetzt gerade dabei, für Bellamy noch schnell das Zusatzfutter fertig zu machen. Und dann geht's auch schon los. Ich war jetzt gerade noch schnell tanken. Ja, und dann geht's gleich direkt weiter in den Stall. Wir sind jetzt im Stall angekommen und Bellamy hat jetzt gerade ihr Futter bekommen. Deswegen werde ich sie jetzt schon mal in der Box ein bisschen putzen, damit wir da Zeit einsparen können. Musik.
2000 Jahre später. So, erstes Pferd ist fertig. Wir konnten leider nichts beim Reiten filmen. Wir sind nämlich draußen auf dem Platz geritten bei dem Wetter. Und das wollten mehrere aus dem Stall. Deswegen war einfach zu viel los. Da war immer dann ein Pferd irgendwie im Hintergrund. Wären aber eh heute wahrscheinlich nicht so schöne und harmonische Reitszenen gewesen. Bellamy war nämlich ziemlich faul und dazu auch noch irgendwie total stark in der Hand. Auf beiden Händen. Normalerweise Sven nur auf einer Hand. Aber heute irgendwie auf beiden Händen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch einfach rossig, keine Ahnung. Aber es kann ja auch mal schlechte Tage gehen. Ja, jetzt mache ich sie erstmal wieder fertig für die Box und dann mache ich mir als nächstes den James fertig zum Reiten. Ja, irgendwie haben wir am Ende nicht mehr so wirklich gefilmt. Trotzdem vielen Dank an meine Freundin, die mir geholfen hat heute. Das war echt super praktisch, so hatte ich mehr Videomaterial für euch. Genau, James war richtig gut. Anfangs war er ein bisschen kuckig und sehr motiviert auf dem Platz. Aber nach ein, zwei Erschreckern war es auch dann wieder gut. Und ich bin irgendwie jetzt richtig fix und fertig. Ich habe mich jetzt hier schon mal in normale Klamotten wieder geschmissen. Ich muss mich jetzt eigentlich los zu DM und zu Aldi. Aber irgendwie bin ich richtig kaputt gerade. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich habe aber auch voll Rückenschmerzen und so. Keine Ahnung. Einfach gerade irgendwie alles blöd. Ich würde jetzt am liebsten hier so einen kleinen Powernap durchziehen. Kurz ein Outfit-Check hier für euch. Ich habe einfach eine Leggings mir jetzt hier angezogen und einen Langarm-Oberteil und meine Weste. Jetzt geht's los. Ich werde jetzt noch eben den Karton in den Müll schmeißen und dann werde ich auch schon schnell einmal flitzen. Dann habe ich es weg. Ich bin wieder zu Hause, mache euch jetzt schnell ein Haul. Nicht auf meine Haare so achten, die sehen echt noch schlimm aus jetzt vom Reiten. Zum einen habe ich mir Blumen für mein Zimmer besorgt. Ich finde die richtig schön und all die Blumen sind eh die besten. Halten lange, sind nicht teuer. Dann habe ich mir fürs Wochenende meine aktuellen Lieblingschips mitgenommen.
einfach zu motivieren, denn ich muss gleich noch richtig viel arbeiten. Da freuen wir uns. Ja, jetzt, wo ich den Tag immer nicht so viel machen konnte, muss ich halt jetzt wahrscheinlich bis 11, halb 12 jetzt noch ein bisschen arbeiten. Dann habe ich einmal ein Bilou gekauft. Ich benutze das übrigens immer nur wegen Rasieren. Weil ich dann, wenn ich mich damit rasiere, irgendwie keine Probleme habe. Oder mich nicht so oft schneide. Dann noch mein Haarspray, was ich immer benutze. Das ist jetzt nach Monaten leer gegangen. Meine Spülung ist auch wieder leer gegangen. Ersatzrasierklingen, ja, ich benutze einen Männerrasierer. Und noch mal so Kaugummis, die man sich so gut in die Tasche packen kann oder auf Partys oder so besser mitnehmen kann als jetzt so eine Dose. Ja, das war es auch schon. Ich habe ja gesagt, ist ein Mini-Haul nur. Ist ein Mini-Haul nur. Boah, ich bin wirklich so durch. Hilfe. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal was trinken. Ich habe auch total Kopfschmerzen. Ich habe die Blumen jetzt ins Wasser getan und werde die jetzt hier so neben meinem Fernseher stellen. Finde ich so nämlich sehr, sehr schön. Einfach so ein Fail ist passiert. Ich wollte mir Trockenshampoo reinmachen. Auf einmal ist das so extremst rausgelaufen. Schaut mal, mein Spiegel, der ist auch komplett voll. Mein Boden ist voll. Mein Oberteil hier ist auch voll. Könnte ich jetzt erstmal alles sauber machen. Es ist jetzt alles wieder sauber. Ich habe mir ein frisches Oberteil angezogen und es ging auch besser weg, als ich dachte. Ich habe mir jetzt einen Block und einen Stift geholt und werde mir jetzt noch schnell die To-Dos aufschreiben, die ich alle erledigt haben möchte bis zum Wochenende. Also was die Arbeitssachen angeht. Genau, da steht nämlich noch einiges für mich an. Deswegen schreibe ich mir jetzt schnell eine Liste. Ich habe mich jetzt ins Bett verlegt. Wir haben jetzt gerade noch zu Abend gegessen und ich habe schon 3 Dinge hier von meiner tollen To-Do-Liste abgearbeitet. Hör mal, das ist doch eine starke Leistung. Nee, aber ich werde jetzt auf jeden Fall noch ganz schön viel abarbeiten davon, damit ich nicht so viel am Wochenende zu tun habe. Habe mir also jetzt hier auch schon mein MacBook geschnappt und werde jetzt, wie gesagt, erstmal eine Runde arbeiten. Ich bin mal gespannt, wie viele Stunden ich hier ran sitzen werde. Und ja, vielleicht gehe ich danach dann noch feiern. Das hört sich total komisch an, aber wenn, würden wir halt erst so gegen 10, 11 Uhr los. Das steht aber noch nicht fest. Es ist halt so eine Obstfete von der Q1 und die Q2. Ich wäre jetzt eigentlich auch in der Q2, also in der 12. Klasse von dem Gymnasium. Ich hätte ja jetzt eigentlich dieses Jahr mein Abitur gemacht, genauso wie meine besten Freundinnen momentan. Die hatten jetzt heute ihren letzten Schultag und Mottowoche und so. Und wir hatten überlegt, die Obstfete zu stürmen, aber es steht noch nicht ganz fest, ob wir jetzt wirklich gehen oder nicht. Deswegen werde ich mir darüber jetzt erstmal keinen Kopf machen, sondern hier erstmal eine Runde arbeiten. Wir haben uns jetzt letztendlich dafür entschieden, nicht mehr die Party zu... Der gute alte Pillenwecker ging an. Die Obstfete zu stürmen, was ich aber einfach auch nicht so schlecht finde, weil ich habe es ja schon gesagt, ich bin recht kaputt. Und so kann ich noch mehr von meiner Liste jetzt abarbeiten. Ich werde nämlich jetzt gleich anfangen, diesen Vlog hier zu schneiden. Dann habe ich das nämlich auch soweit schon mal fertig, wenigstens ein Teil. Jetzt werde ich aber erstmal runtergehen, denn ich werde mir jetzt ein leckeres Getränk machen, meine Chips nehmen und mich somit motivieren, weil wir haben ja jetzt halt schon 9 Uhr. Und da muss man sich erstmal motiviert kriegen, jetzt noch ein Video zu schneiden. Vor allem Video schneiden ist einfach oft anstrengend. Cool wäre es, wenn ich irgendwann mal so einen Videocutter hätte. Das wäre echt cool, aber mal schauen. Aktuell mache ich das ja immer noch. Genau, jetzt geht es erstmal runter, wie ich es ja gerade... Ah ne, erstmal nehme ich meine Pille, dann geht es runter und dann mache ich mir nämlich was zu trinken. Ich bin jetzt ins Bürozimmer gegangen und werde jetzt hier mein Video schneiden. Das hier ist jetzt mein Proviant für heute Abend. Ich leuchte hier gerade ein bisschen mit meiner Handytaschenlampe, weil das Licht sonst so schlecht ist. Ja, und jetzt setze ich mich hier mal direkt ran, damit es nicht allzu lange dauert. Ich verabschiede mich jetzt hier schon mal bei euch, denn bis ich das Video fertig geschnitten habe, wird auch nichts mehr passieren, außer dass ich mich nur abschminke und danach ins Bett fallen werde und schlafen gehen werde. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog hier gefallen und wenn ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!